Yo Leute, was geht ab und willkommen zu einem weiteren Apex Legends Video. Und heute spielen wir mal mit Bloodhound und ich habe irgendwie richtig Bock auf eine Sentinel. Also heute Bloodhound und Sentinel Action. Der liebe Luis ist wieder mit dabei und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Let's go. Weißt du, wo ich schon ewig nicht mehr war? In Grube. Gibt's den Spot überhaupt noch? Ja, schon, ne? Da gehen wir jetzt hin. Nie. Du warst noch nie? Nein, okay. Ich bin da noch nie off-drop gelandet. Was will man da? Let's go. Keine Ahnung. Wir gehen jetzt, wir erforschen das jetzt. Wie fliegt man da überhaupt rein? Ja, das frage ich mich gerade auch. Da gibt es anscheinend mehrere Eingänge. Oh Mann. Yeeha! Ich habe eine Charge Rifle. Ich will aber eigentlich eine Sentinel haben. Hier war aber auch eigentlich mal so eine Regel, dass in der Mitte irgendwo was Goldenes lag, hätte ich gedacht. Aber gut, kann mich auch täuschen. Egal. Eine Sentinel. Jawollo. Mit dem schönen Snowball-Skin. Aus der Vantage Edition. Ja, gefällt mir sehr gut. Bei... Ich habe hier was für dich. Tüpfelsee wird gefightet. Oh ja, danke. Das kann ich tatsächlich brauchen. Und Sniper-Ammo sollte ich vielleicht auch mitnehmen. Wäre ganz klug. So, warte mal. Wo müssen wir raus? Hier müssen wir raus. Ich weiß nicht, warum ich zurzeit so Bock auf Sentinel habe, aber ich finde die einfach irgendwie nice. Das ist, aus meinem Mund zu hören ist auch eine Seltenheit, aber irgendwie, weiß nicht, die bockt schon. Wenn man sie spielen kann, dann macht sie auf jeden Fall Spaß. Oh nein. Ich wollte eigentlich nicht so weit runterfallen, aber egal. Okay, hier ist keiner gelandet, cool. Das kann aber eigentlich auch nicht sein, weil das Schiff ist doch genau hier über uns geflogen. Hier ist, by the way, ein Perp-Shield. Da liegt ein Perp-Shield daneben. Ja, und jetzt sind wir wieder an dem Punkt. Es liegt hier eine R9 am Boden. Und auch wenn ich weiß, dass die K auf dem Papier stärker ist, ich spiele trotzdem lieber R9. Das ist richtig schlimm. Ich weiß nicht. Das Feeling ist besser. Ja, finde ich auch. Finde ich tatsächlich auch. Hier, das. Backpack. Da lag ein Pöp-Shield, ne? Wie gesagt. So, ich dachte, du hast es genommen. Nein, es sind zwei. Da unten wurde das Lager geknackt, glaube ich. Ich höre Schüsse bei... Ich glaube, Absturz. Ich glaube, das Lager hier ist offen. Aber okay, ich bin mir nicht sicher. Da liegt noch ein Perp-Shield, aber genau in dem Haus, wo ich die Mosambik gepinkt habe. Ja. Ja, doch, das ist offen, ist offen. Was? Boah, also ohne Sniper-Scope kann ich es einfach nicht. Ja, das ist eine Ash. Die ist zum Care-Package hoch! Oh oh. Das ist risky. Aber das Care Package kommt erst. Ja. Kann man hier hochklettern? Please. Das wäre so wichtig. Als ob. Aber hier. Oh, es geht. Es muss gehen. Komm, please. Ansonsten keine Chance. Yes. Nice. Hast du sie bei dir? Ah ja, da hinten. Die ist solo. Glaube ich. Sentinel ist fire, Alter. Oh oh. Ja, nein. Okay. Wo schießt der genau? Da. Okay. Ja. Ja, ich seh's, hab's gesehen, ja. Warte, ich snipe. Kurz Sentinel chargen und... 3, 2, 1. Der will zum Care Package. Er ist hier unten irgendwo. Er ist hier unten. Er ist hier. Wir gönnen jetzt Care Package, ich hole ihn mir. Nein! Was? Was ist im Care-Package drin? Nichts Gutes, aber ich habe eine Sache für dich. Ja, warte, ich muss ihm kurz hinterherjagen. Alles gut. Ist gar nicht so leicht. Bin ich mit der Bloodhound-Ult, bin ich genauso schnell wie er mit seiner Stim, ne? Ja, ich meine schon. Das heißt aber, er hat keinen Heal mehr und ich schon. Weil ich kriege ihn halt auch nicht zu fassen, weil er halt unglaublich schnell ist.
Boah, warum kann Octane weglaufen? Das ist mega dumm. Boah, ey, das ist so nervig. Er rennt halt einmal komplett außen rum und wird sein Mate holen. Aber ich bin genauso schnell wie er. Und er stimmt halt jetzt sich zu... Was? Nice. Gott sei Dank, Alter. Geht doch. Alter, was hatten die denn? Die hatten ja alles. Oh ja, danke. Merci. Da vorne kommt ein Lifeline-Package runter. Okay, wir müssen noch hin. Viel zu tun gerade eben. Hä, hey, wo ist das runtergekommen? Hier irgendwo in der Nähe. Wie ist denn das, wenn ich die Sentinel auflade mit den Schildzellen? Hält das an bis zum ersten Schuss oder lädt sich das irgendwann nach einer Zeit auf? Geht das weg? Nee, nach einer Zeit, dann läuft das ab, also dann geht das immer weniger. Okay. Dann brauche ich unbedingt Schild. Die fighten bei Containment, glaube ich, ja. Das nehmen wir mit. Hier war gerade ein Lifeline-Package, ganz nah. Bin mir sehr, sehr sicher sogar. Aber wo? Ja, keine Ahnung. Lass mal Richtung Containment gehen. Kein Plan. Und falls du irgendwo noch Schildchen rumliegen siehst, her damit. Oder so. Nice. Ja, übertreib halt. Weißt du, was cool wäre, wenn der diese tiefen Taschen-Perk, wenn der auch für kleine Minis gelten würde, dass du halt, sag ich mal, 10 Schildzellen in einen Stack packen kannst. Imagine, Alter, das wäre richtig krass. Ja, das wäre geil. Okay, danke. So. Wo sind denn die ganzen Kollegen? Das gibt's ja nicht. Da vorne ist eine Maggie-Ult auf dem Boden. Ich weiß bloß noch nicht genau, in welche Richtung. Entweder noch... Ja, hier, direkt close. Ja. Was? 70? Ey, Hä? Ich bin gerade einfach zu blöd dafür zu treffen. Ich habe auch nichts getroffen. Ich habe ganz genau 14 Damage. Nice. Ich habe gerade auch jeden Sentinel Schuss gefühlt daneben gehauen. Sind die jetzt im Haus oder was? Nee, die sind hinten. 79. Ah, hallo, Longbow. Ah, hallo. Oh. Noch ein Squad. Ja, ich hab's gesehen. Hinten. 88 auf einen. Oh Gott. Ja, wahrscheinlich trifft er mich, obwohl ich schon längst um die Ecke rum bin. Macht Sinn. Ich kann ja gleich. Ich sofort. Ja, Mann, der ist anderes Team. Anderes Team, ja. Aber ja. Der Revenant ist One-Shot oder war gerade One-Shot. Und die Maggie ist noch. Bro, ey, er will nicht sterben. Wow. Er wurde gekillt von dem anderen Squad. Hab's gesehen. Ein Fuse und ein Wraith. Oh nein. Aber die chillen noch hier. Ich sag dir, wenn die kommen. Der Fuse kommt langsam zu dir. Aber der wartet hier noch. Das ist halt noch ein Team in der Nähe. Ja, die finishen mich. Aber die kommen nicht zu dir. Aber es ist noch ein Team in der Nähe. Oh. Ich habe halt keine Escape-Möglichkeit. Sheesh. Wo ist deine Bett? Ich sehe deine Kiste. Ach, da. Draußen. Oh mein Gott. Da irgendwo war halt noch eine Loba. Da oben. Ja, genau, da ist sie. Okay, ich bin weg. Ja! Genau, treff halt noch besser. Was war das denn? Hast du das gerade gesehen, den Schatten? Nee. Das war mega spooky gerade. In diesem Replay-Ding sieht man oft Sachen nicht. Das Problem ist, die haben den ganzen Loot jetzt für sich. Alles. Und das war richtig viel. Ich bin halt unnötig gestorben. Nee, egal. Ich hol dich schon. Ich geh bloß den Weg wieder zurück. Weil ich glaube, das expecten die nicht so. Ich werde dich in Containment trotzdem resen. Wir schaffen das schon. Mit Heat Shields. Ja, ich sage, die looten alles durch.
Wahrscheinlich hat er mich gehört, Alter. Ist klar. Aber du musst aufpassen. Ab Zone 3 wird's böse. Alles gut. Schade. Naja. Kriegen wir hin. Da hat er doch einen Scharfschützen-Scope. Nimm's doch, mein Gott. Kriegen wir. Ich hab kein Medikit! Oh oh. Oh oh. Egal, mach mal. Hier ist ein Medikit. Hier ist der Käse. Hier ist ein Phoenix-Kit. Hier ist Scope. Okay, gut. Ich geh mal hier und rest dich da drüben. Bist du dir sicher, dass du das machen möchtest? Ja, safe. Schaffen wir schon. Kriegen wir hin. We do this for a living! Wir können auch hier direkt in die Zone, weißt du? Jo. Beziehungsweise, du könntest theoretisch sogar, wenn du schaffst, du hast 2 Minuten Zeit, dein Zeug holen. Ich habe aber, glaube ich, eine Schildbatterie. Ich zu wie der Mensch. Ich habe eine Schildbatterie geklaut. Ich weiß nicht, ob ein Heatshield in der Kiste drin war, das kann ich jetzt nicht sagen, weil eventuell könntest du echt zurück. Aber wir müssen. Achso, wir müssen ewig weit in die Zone, jetzt verstehe ich, was du meinst, okay. Ja. Ist schon sehr weit. Da hast du recht. Egal, Tüpfelsee. Tüpfelsee, wie heißt denn der wirklich auf Englisch? Spotted Lake. Spotted Lake war ja noch nicht so krass gelootet, deswegen. Sollte es klar gehen. Hier ist noch komplett alles anlootet. Hier ist Spitfire, Wingman, G7. Jo. Alles jetzt zwar nicht so nice, aber besser als gar nichts. Okay. Ja, brauche ich nicht. Wir vorne müssen noch ziemlich viel anlootet sein, actually. Habe ich auch schon voll. Okay. Jetzt vielleicht das Purple Shield doch liegen lassen, sondern könntest du es jetzt nehmen, oder hast du es genommen? Ich hatte es genommen. Okay. Das wäre natürlich jetzt irgendwie wild gewesen, hättest du es nicht genommen. Dann hättest du es dir jetzt snacken können. Oh Mann. Egal. So, das brauchen wir. Ich glaube, da wurde gerade irgendwo gerest, aber egal. Kann uns erstmal wurscht sein. 6 Kills hat der Killleader, okay. Ja, easy, Alter, bei meinen Sentinel-Hits. Soll er sich das fürchten lernen? Wir bräuchten halt eigentlich eine geile Position im Highground. Da hinten kommt halt ein Care Package runter. Ich weiß nicht. Es leben noch 4 Squads. Ein Squad fightet jetzt gerade mit dem anderen. Was heißt, es leben noch gleich nur noch 3 Squads in Pit drin? Oder hinter Pit eher. Hinter Pit fighten die. Ich gehe mal ganz vorsichtig ein bisschen in die Richtung. Oh ja, Care Package. Achtung, Caustic Traps. Der Octane wird halt noch leben, der uns jetzt da gerade fast abstauben wollte. Oh, Rampage, willst du die? Ja, ich habe halt kaum Munition, also nehme ich die lieber. Ja, wäre vielleicht nicht so schlecht. Die sind bei mir close. Jo, pass auf, ich bin noch ein bisschen weiter hinten. Ja. Ah ne, die fighten das andere Team, perfekt. Anderes Team ist hier irgendwo. Oh mein Gott, Alter. Anspannung. Kann ich hier hoch? Kann ich sogar. Die sind hier. Oh ja, wir müssen da rein. Oh, die Loba! Die ist low. Vorsicht, anderer Squad bei dir. Ja. Spiel defensiv. Wir haben keine Eile. Oh Gott, das bist du. Da ist die Loba. Auge behalten. Ich kann auch scannen. Oh, okay. Haben gefightet. Ist der Caustic? Ja. Oh mein Gott, was zur Hölle? Hast du ein Portal? Nee. Das ist schlecht. Aber fast. Du bist wahnsinnig. Ich bin Gott. Bro. Ah, oh, schade. Nee, ich kann nichts machen. Ich wollte dem Caustic unbedingt noch einen Shot reindrücken. War das der Killleader? Weiß ich gar nicht. Nee, war nicht der Killleader, oder? Nee, 5 Kills. Mm-mm. Hä, es lebt noch ein Team? Hä, was? Ich dachte, das wären die letzten.
Okay. Ja, und er ist tot. Wow. Wow. Wow, es war klar, dass der Octane ist. Es war so klar, dass es der Octane ist. Es war so klar. Der Octane und der Pathfinder, ne? Oder Loba? Das war halt Lost, ey. Das war doch klar, dass er von rechts kommt. Das war der Octane, ja. Ja. Schade, schade. Egal. Ja, weiß nicht, bei Bloodhound fehlt mir einfach so ein bisschen mehr Movement. Das ist eine schwierige Angelegenheit. Egal. Alright, Leute. Das war eine, ja, etwas andere Runde, sag ich mal. Aber wir haben ein bisschen Sentinel-Action gehabt. War ganz geil. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst unbedingt eine positive Bewertung. Da würde mich extrem freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dann. Und ciao.